Ebenfalls für die Berichterstattung aus der Kommission geht das Wort an Herrn Silberschmidt. Besten Dank, Herr Vizepräsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die PAIF Nidecker wurde, wie von meiner Co-Rapporteurin erwähnt, sehr deutlich in der Kommission abgelehnt. Sie vermischt zwei Dinge, die eigentlich in der Sache wenig miteinander zu tun haben. Und zwar geht es ihm einerseits um die Sohnpapiers. Die PAIF Nidecker will wahrscheinlich im Ziel, dass weniger Sohnpapiers reguliert werden. Und um das zu erreichen, will er, dass die Kontingente für Drittstaatsangehörige für Migration aus Drittstaaten entsprechend berücksichtigt werden müssen bei diesen Regulierungen von Härtefällen. Jetzt muss man wissen, die Kontingente, die den Kantonen zugeteilt werden, die sind dafür da, dass Firmen in der Schweiz hochspezialisiertes Personal aus Drittstaaten, also Staaten, die nicht der EU angehören, rekrutieren können. Diese Fachkräfte sind sehr wichtig und die Nachfrage ist sehr hoch und wird in Zukunft auch nicht abnehmen. Das bedeutet, dass diese Drittstaatskontingente, es wurde von der Sprecherin der Minderheit gesagt, selbst bei der SVP eigentlich eine hohe Anerkennung haben, weil das eben eine Zuwanderung ist, die sehr wohl im Interesse des Landes ist. Wenn man nun die Regulierung von Sohnpapiers, das sind Menschen, die schon in der Schweiz sind, das heißt, da geht es nicht darum, ob eine Person in die Schweiz kommt oder nicht, wenn man die unter die Drittstaatskontingente stellen würde, hätte dies in der Konsequenz zur Folge, dass man eigentlich, wenn man als Kanton eine Regulierung von Sohnpapiers vornimmt, in diesem Jahr fast keine Spezialisten mehr aus dem Ausland im Kanton einstellen kann. Das heißt, man müsste eigentlich dann die Wirtschaft bestrafen, weil man ein anderes Problem, das man hat, das heißt die Regulierung der Sohnpapiers, lösen will. Hier werden also Sohnpapiers gegenüber Drittstaatsmigranten ausgespielt und das ist nicht im Sinne ihrer Kommission. Es würde somit der Handlungsspielraum der Kantone massiv einschränken, einerseits bei der Migration von Drittstaatsangehörigen, wie auch bei der Regulierung von Sohnpapiers. Mir ist wichtig, hier zu betonen, dass die Sohnpapiers oder die Kantone nicht einfach, wie sie wollen, die Sohnpapiers regulieren können, sondern dass am Schluss immer auch das Staatssekretariat für Migration das letzte Wort hat. Das heißt, das wird immer in Absprache mit dem Bund gemacht und die Kantone können hier nicht tun und lassen, was sie wollen. Ich komme zum Schluss, weil Sie alle im Mittagessen gehen wollen. Ihre Kommission empfiehlt mit 17-7 Stimmen der PAIF keine Folge zu leisten. Sie würde die Kantone einschränken in ihrer Handhabung mit den Sohnpapiers wie auch mit den dringend benötigten Drittstaatskontingenten. Deshalb hoffe ich, dass Sie uns Folge leisten und ebenfalls ablehnen. Besten Dank.